Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch aus der Villa Premium Deluxe. 25 Grad sollen es draußen sein, hier drinnen ist es wesentlich wärmer und ich habe keine Klimaanlage, aber ich schwitze für euch gerne, wenn ich die Sendung mache. Außerdem schneide ich auch an dem Hyatt-Video und wie ihr ja gestern an dem Trailer gesehen habt, danke für das Feedback. Ja, die 1,45, da endet es abrupt, aber es sind anderthalb Stunden fast. Also in epischer Filmbreite, es wird was kommen. Ihr könnt da dann natürlich auch hin und her huschen im Rahmen der Bookmarks, die ich mache, beziehungsweise der Zeit, die ich einstelle. Danke nochmal. Und heute haben wir die frisch gepressten Themen für euch. Lufthansa Technik will mehr Rüstung machen. Nicht, dass sie selber Flugzeuge in irgendeiner Art und Weise betreiben wollen, sondern Lufthansa Technik möchte Flugzeuge ausrüsten, warten. Machen sie ja eh schon für militärisch, aber jetzt auch mehr Rüstungsflugzeuge. Dann FTI meldet Insolvenz an. Allerdings erst mit einer Sparte. Ab morgen werden wohl die Reisen nicht mehr stattfinden. Dann wird dreimal so viel SAF produziert werden, wie es jetzt produziert worden ist im Vergleichszeitraum letzten Jahres. Da gibt es einen Anstoß, aber auch wird es mehr sprudelnde Gewinne geben zum Thema Fluggesellschaften. Ja, auch dieses Jahr hohe Ticketpreise und so weiter. Qatar Airways bestellt fast 200 Langstreckenflugzeuge. Da gibt es wieder Geschäft für Airbus und für Boeing möglich. Und wir haben aus dem Hause Emirates, weil die sprudelnden Gewinne so sind, meint man, man kann auch wieder die Benefits kürzen. Also 30% Reduktion der Skywards-Meilen für die Kunden in der Economy Class. Also deutlich wieder eine Verschlechterung. Ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren. Aber auch zum Stammtisch zu kommen in Berlin. Das erste Thema ist FTI, die melden Insolvenz an und die Insolvenz, die sie anmelden, betrifft im ersten Moment nur die FTI Choristik GmbH, also die Obergesellschaft der FTI-Gruppe hat dafür dann Insolvenz angemeldet. Man hatte aus den Corona-Zeiten 500 und ich muss genau nachgucken, 595 Millionen Hilfe aus dem WSF bekommen, das ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Auch da hat das anscheinend nicht so ganz geholfen. Ein Konsortium unter der Führung des US-Investors Cetaurus, die haben das, Cetaris wollen da auch nochmal 125 Millionen reinstecken, aber das muss erstmal genehmigt werden. Und das Schlimme an der Geschichte ist halt wirklich, dass die Flüge ab morgen wahrscheinlich abgesagt werden, die noch nicht begonnen worden sind. Die arbeiten dran, dass die Flüge, wo Passagiere und Urlauber draußen sind, also noch nicht im Land zurück sind, wieder zurückkommen. Aber es gibt hier ja den Reisesicherungsfonds. Das ist ja das, was wir 2021 gestartet haben. Und der ist jetzt am Zug. Mal gucken, was das Ding bringt. Viele Leute haben ja Geld bezahlt, dass die Versicherung ist. Und von der Touristikwirtschaft organisierte, von der Bundesjustizministerium beauftragte Fonds war nach Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook gegründet worden. Also das heißt, da muss Geld sein und aus dem soll bezahlt werden. Wichtig ist, dass man jetzt da halt wirklich aus diesem Fonds das Ganze bezahlen möchte. Bin mal gespannt, ob das wirklich klappt. Was natürlich auch wichtig ist, ist erstmal, dass man auch an die Angestellten denkt, weil wenn ihr in München vom Hauptbahnhof hinten zum Hampton Inn tippelt und nicht mit der Bahn fahrt, seht ihr auf der rechten Seite vom Hauptbahnhof kommend, bisschen hinter dem Augustiner, glaube ich, ist das der Brauerei, seht ihr die FDI. Und da ist es so, dass dort 11.000 Beschäftigte vor der Pandemie waren. Und das war natürlich dann auch eine Riesenkrise mit der Pandemie für so einen Konzern, wie die Frosch Touristik International FDI heißt. Im vergangenen Jahr 2022/23 ein Umsatzplus von 10% auf 4,1 Milliarden Euro. Also eine krasse Nummer. Und erwirtschaftet einen Ertrag in zweistelliger Millionenhöhe. Nähere Details zum Ergebnis macht das Unternehmen nicht. Hauptgesellschafter war zuletzt die ägyptische Investorenfamilie Saviris. Also auch nicht unbedingt in deutscher Hand. Also mal gucken, was da passiert bei der Frosch Touristik International. Gucken wir, dass da die Angestellten nicht drunter leiden müssen. Worunter wir als Passagiere leiden, das sind die teuren Preise bei den Fluggesellschaften. Und da ist es so, dass
die Gewinne sprudeln. IATA hat die AGM, das heißt also die Jahreshauptversammlung, die jährliche. Und die Erholung der Reisebranche geht weiter. Nach Corinna ist es wirklich so, dass die Ticketpreise angestiegen sind, exorbitant, wenn man so sagen möchte. Und es ist halt wirklich so, dass das laufende Jahr, sagt der Weltluftfahrtverband IATA, dass man dort einen weiteren Anstieg auf etwa 30,5 Milliarden US-Dollar, also 28,1 Milliarden Euro, anstrebt. Das wären 5 Milliarden mehr als im Dezember prognostiziert, was es ist. Also das ist relativ krass. Und im letzten Jahr war es halt wirklich so der geschätzte Gewinn, 27,4 Milliarden. Also wir reden hier von Gewinn, nicht Umsatz. Gewinn, 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 Gewinn. Und rund die Hälfte der weltweiten Gewinne dürften nach 2024 Fluggesellschaft in Nordamerika einfliegen. IATA sagt ihnen einen Profit von 14,8 Milliarden voraus. Und damit ebenso viel wie in 2023. Die Airlines in Europa dürften ihren Gewinn von zuletzt auf 8,9 Milliarden auf 9 Milliarden Dollar steigern. Also gute Zeiten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man da Michael O'Leary glauben darf. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt wieder so eine Willy Walsh Selbstbeweihräucherungsgeschichte ist oder ob das eine ernstzunehmende Sache ist, dass wir wirklich weiter mit höheren Preisen zu rechnen haben. Wo es auch ein Thema gibt, und das ist ja auch interessant, die IATA hat sich wieder zum Thema SAF geäußert, Sustainable Aviation Fuel. Und das Sustainable Aviation Fuel hat ein exponentielles Wachstum, also verdreifacht sich von der Menge her. Und wenn man guckt, die Produktionsmenge nach IATA-Daten 2024, 1,9 Milliarden Liter oder 1,5 Millionen Tonnen, ist verdreifacht. Aber es ist immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn man die Zahlen von der Lufthansa hört, ist es wirklich so, auch wenn man im 2030 51 Millionen Tonnen pro Jahr verfügbar haben möchte, ja, dann ist das so, dass die Lufthansa immer noch halt sagt, naja, weil wenn man da guckt, Lufthansa rechnet raus, allein für Deutschland einen Saftbedarf von 200.000 Tonnen im nächsten Jahr. Der Konzern fordert angesichts einer weltweiten Konkurrenz um Saft die EU-Kommission zuletzt auch auf, die Vorgaben auf den Prüfstand zu stellen. Heikel ist vor allem, dass man die Unterquote für Strom basiert im PTL-Verfahren, also Power to Liquid, hat. Heißt also hier, Zitat, ab 2030 müssen nach EU-Vorgaben 1,2% PTL beigemischt werden, erklärte Lufthansa. Aber an Flughäfen soll es bereits ab 2036 0,5% sein. Diese Quoten werden verfehlt, da es nicht ausreichend synthetischen Kraftstoff geben wird. In Europa sind aktuell nur 3 PTL-Fabriken in konkreter Planung. Das heißt, die Fabriken sind noch nicht mal da. Jetzt seht ihr, dass das alles ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Ich bin ein großer Freund davon, wenn wir umweltfreundlicher werden, gibt es keine Zweifel dran. Macht alles Sinn, aber es muss natürlich auch so sein, dass es schaffbar macht und es uns keinen Wettbewerbsnachteil gibt. Wer auch keinen Wettbewerbsnachteil hat, das ist Qatar Airways. Die haben ja unten am Golf rosige Zeiten, so wie es aussieht. Qatar Airways ist ja auch ehrlicherweise ein Spitzenprodukt, da gibt es nichts zu sagen. Die staatliche Fluggesellschaft plant eine noch größere Langstreckenorder, als es eh schon irgendwo von den Leuten gesagt worden ist. Es sind 200 Flugzeuge, die man jetzt haben möchte. Und da geht es wohl um die A350 und auch die 777. Eine ganze Airline, ganze Zeit lang war man ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, da haben wir ja fast so gesprochen, so oft wie ITA Lufthansa, haben wir über Qatar Airways und Airbus gesprochen, um den Lackschaden. Aber jetzt ist es so, dass man sich jetzt wirklich wieder vertragen hat und jetzt kann man wieder Flugzeuge bestellen. Und Qatar Airways ist happy und Bloomberg sagt, dass man ab Farnborough Air Show im Juli eine Order von bis zu 200 Flugzeugen bekannt geben wird. Doch nicht nur Airbus soll zum Zug kommen, offenbar möchte man das dann splitten. Heißt also Airbus und bei Boeing, was natürlich Sinn macht. Ich denke mal, in welchem Rahmen die Bestellungen kommen, werden wir dann sehen. Hängt natürlich etwas davon ab, von zwei Dingen. Einmal, wie schnell kann Boeing liefern? Klar, 777X, ne? Ihr wisst selber. 2025 wird wohl auch gerissen werden, sagt man. So hört man. Und Airbus kann halt nicht so schnell liefern, wie sie schnell liefern wollen. Und die offenen Bestellungen im Moment sind
29 A320 200 330 207 330 325 350 1000 34 A350 900 10 A380, das ist die Flotte. Das ist die Flotte, die wir gerade reden. Deshalb nicht verwirren lassen, wenn ich verwirrt bin. Das sind Hitzeschäden. Dann 9 Boeing 737 MAX 8, 7 Boeing 777-200LR, 50 Boeing 777-300R, 30 Boeing 787-8 und 18 Boeing 787-9er. Aber Boeing steht für offene Bestellung für 25 Boeing 737 MAX. Das sind jetzt die offenen Bestellungen, also 25 737 MAX, 74 Boeing 777X, dann 12 Boeing 787-9er. Und von Boeing haben wir also alles jetzt abgearbeitet. Von Airbus erwartet man aber immer noch 18 A350-1000 und 50 A321neo. Wir erinnern uns, dass diese ja mal gestrichen waren. Also insofern hat man da wieder Freundschaft geschlossen. Was haltet ihr davon? Ich persönlich finde Qatar ja eine coole Fluggesellschaft. Ich muss auch gucken, ob ich wieder meine Qatar-Kappe anziehe, damit der Schweiß hier nicht ins Gesicht läuft. Aber ich bin mal gespannt, was das alles wird und wer wie viel bekommt. Ganz genau. Wir haben jetzt Lufthansa Technik und das ist ja etwas, was auch nicht viele auf der Agenda haben. Und ich glaube, Glückstrach oder wer das war, hatte das ja mal auch in den Kommentaren geschrieben, dass die Lufthansa weiter mit der Technik in der Rüstungssparte Gas geben möchte und in der Rüstungssparte quasi so Gas gibt, dass man Projekte machen möchte, also Flugzeuge umrüsten möchte auf militärisch. Und diese Umbaudienstleistungen, die da sind, haben auch einen bestimmten Fokus auf ein gewisses NATO-Programm, ganz genau. Und zwar ist es so, dass man in diesem lukrativen Betätigungsfeld ein Konsortium mit Rheinmetall zur Herstellung, zur Wartung machen möchte für die F-35-Bomber, beziehungsweise sind ja Jagdbomber, meine ich schon, die ja zur Bundeswehr kommen wollen und der renkt bereits weiter. Wichtig ist, dass von Chef Sören Stark, vom Lufthansa Technik-Chef Sören Stark, das Zitat: Wir wollen an militärischen waffentragenden Systemen arbeiten. Konkret holt man sich natürlich da gedanklich schon auf die 69 E7A Wedgetail-Aufklärungsflugzeuge. Und das sind ja glaube ich, 737er Zivile, die halt modifiziert werden mit dieser komischen Leiste oben drauf. Ich kann euch, glaube ich, habe ich ein Bild? Ja, hier habe ich ein Bild. Da haben wir es. Warte, hat das gegeben? Er hat es natürlich nicht draufgezogen, aber ich hole euch das Bild noch mal runter. Dann machen wir das doch wirklich klassisch. Und dann ist es hier, dann seht ihr mal das Wedge Tail. So, da ist es. Müssen wir ein bisschen größer machen. Da seht ihr dieses hässliche Teil auf dem Rücken. Und die neue E7A-Flotte soll ab 2031 überwiegend in Deutschland stationiert werden. Das Beschaffungsvolumen für die 6 Flugzeuge dürfte bei knapp 4 Milliarden US-Dollar liegen. Bekannte Militärprojekte mit Beteiligung der Lufthansa Technik sind die Boeing Seeaufklärer P8A Poseidon. Das sind übrigens auch Aufklärungsflugzeuge, die auf der Basis der 737 sind. Ne? Also nur so als Randbemerkung, die Poseidon. Und 60 Boeing-Hubschrauber vom Typ Chinook durch die Bundeswehr. Da ist Lufthansa auch bei den Partnern dabei, als industrieller Partner. Und im MRO-Geschäft mit Regierungen sieht man stark auch noch Luft nach oben, dass man sich beteiligen kann. MRO heißt ganz einfach, dass man da also auch nochmal Wartungs- und so weiter Aufgaben übernimmt. Das letzte Thema, was wir haben, und da muss ich intrinsisch, nein, ist das, wie heißt es nochmal, ich habe es vergessen, ein- und ausatmen so tief. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Das ist das Thema Emirates Skywards. Ich selber als Emirates Skywards Platinum habe ja da auch drunter leiden müssen, jetzt wieder unter den Punkten, wobei ich bei Emirates sehr selten Economy Class geflogen bin. Es gibt bis zu 30% weniger Skywards Punkte, aber auch leider Tier Points, also keine Statuspunkte in der Eco und Premium Economy vom 1. Juni an. Und das ist halt so. Aber es wird auch gesagt, dass man natürlich bei den klassischen Fluggebühren in Form von Punkten da auch ein bisschen runtergehen möchte. Aber die Gebühren sind ja gestiegen, aber die Punkte werden weniger. Ich finde das spannend, dass man das jetzt auf der Webseite hat, wo man das sieht, dass die Punkte weniger werden.
Und vorher waren es, also wenn man die Beispiele sieht, bei den Städtepaaren, dass das 30%, je nachdem, wo man guckt, runtergeht. Das Dilemma ist natürlich, dass das wieder unvorbereitet kam, aber es ist halt einfach, dass sowas nicht angekündigt wird. Und da sieht man auch, wenn die jetzt zum Beispiel zu einer Starlines kommen würden, zum Beispiel, ja, da müsste man natürlich an dem Programm auch umschrauben, dass man in den Programmen der Gesellschaften auch zusammenpasst. Also ganz so einfach ist das nicht. Und ich denke mal, dass Emirates eine gute Fluggesellschaft ist. Also das heißt, wenn man First Class fliegt, super. Business Class ist auch nicht schlecht. In Economy, in Premium Economy, da kommen sie alle auch mit Wasser, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Aber am Ende des Tages ist es halt wirklich so, dass man dadurch, dass man die Preise halt erneuert hat und erhöht hat vor allem, also erneuert in Form von erhöht, dass es für uns halt unangenehmer wurde. Fragen des Tages habe ich auch passend zu der ganzen Thematik natürlich für euch auch. Und zwar die Fragen des Tages, die ihr hier beantworten sollt, sind halt, sammelt ihr auch bei Emirates Skywards und wie seht ihr das? Ändert ihr eure Sammelstrategie oder sagt ihr, interessiert mich eh nicht, ich bin ja eh nur First Class geflogen, ne? Also was interessiert mich die Economy Class? Da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare und auf eure Hinweise. Und jetzt gibt es im Gegensatz zu gestern mit dem Hyatt auch einen Abspann. Nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, kommentiert habt, abonniert habt, also alles gemacht habt, was es zu tun gibt. Und ich melde mich ab. Bis morgen in alter Frische. Also bis dann und hoffentlich regnet's. Also bis dann. Ciao. Thank you.